Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fährtalk. Wir begrüßen regelmäßig Gäste auf der Weserfähre. Bei einer Fahrt zwischen Nordenham, Blexen und Bremerhaven laden wir uns, Sie wissen es, Gäste an Bord, um über ein spannendes Thema zu sprechen. Heute haben wir uns mal eine Nachwuchsautorin an Bord geladen. Eine Autorin, die als Lehrerin aktiv gewesen ist am Gymnasium Nordenham und jetzt ihr erstes Buch herausgebracht hat. Was das für ein Buch ist, was das für Geschichten sind, die sie da zusammengetragen hat, warum sie jetzt plötzlich als Autorin aktiv ist oder ist das vielleicht gar nicht so plötzlich, wie lange ist sie schon am Schreiben und was ist das genau für ein Buch. Das werden wir alles erfahren von Anke Strohmann, die wir uns hier an Bord der Weserfähre eingeladen haben zum Fährtalk. Willkommen an Bord der Weserfähre, Frau Strohmann. Wir haben uns jetzt gerade schon aufs Du geeinigt. Ja. Wir kennen uns, haben wir gerade festgestellt, noch aus der Schule. Ist schon Ewigkeiten her. Wir reden jetzt auch gar nicht darüber, übers Datum, wann das gewesen ist, weil dann rechnet nur jeder draußen hoch, wie alt wir denn möglicherweise sein könnten. Ich hab dich an Bord geladen, weil du unter die Autoren gegangen bist. Ja. Da gab es jetzt gerade eine Veranstaltung, wo sozusagen dein Buch vorgestellt wurde. Darüber müssen wir uns ein bisschen unterhalten. Was genau ist da für ein Buch von dir jetzt herausgekommen? Ja, das war für mich eine ganz besondere Erfahrung, noch nie vorher erlebt. Ich bereue es auch nicht, hatte vorher so ein bisschen Zweifel, ob das wohl so richtig ist, aber dank meiner lieben Familie, die mir Mut gemacht haben, gesagt, mach das, man muss mal was Verrücktes im Leben machen. Das ist ein Buch, das ist entstanden aus vielen, vielen einzelnen Texten, die ich schon ganz zum Teil lange in der Schublade hatte, zum Teil in der letzten Vergangenheit geschrieben habe, zum Teil zu Ausschreibungen geschickt hatte. Und das sind Gedichte, aktuelle, kritische, lustige, aus der Familie, aus eigenen Erinnerungen, zur Heimat, zur Natur, zu vielen verschiedenen Aspekten. Und es sind Geschichten entstanden, die auch natürlich mit Schule zu tun haben, die ich da vielleicht auch selbst verarbeitet habe, denke ich schon. Die auch viel mit meiner eigenen Kindheit zu tun hatten und haben und die mit dieser schönen, wunderschönen Natur hier im Butjading in der Wesermarsch zu tun haben. Und ne, die Biologie liegt mir sehr am Herzen, das Deutsch auch, und von daher hat sich das ergeben, dass ich diese Texte geschrieben habe. Ganz spontan zum Teil, ohne große, lange Vorbereitungen, einfach hinsetzen, abschreiben, von der Seele abschreiben und dann ist es ein gutes Gefühl. Das macht ja nun relativ viel, dass man sagt, man schreibt mal Gedichte, man schreibt Dinge auf, man macht das in der Regel für sich. Aber wann ist denn sozusagen der Punkt da gewesen zu sagen, nee, ich möchte diese Texte auch gerne veröffentlichen? Es sind ja auch schon Texte in Anthologien erschienen. Es ist ja nicht nur jetzt das aktuelle Buch, sondern es sind ja einzelne Texte auch schon veröffentlicht worden. Wann ist dieser Punkt da gewesen zu sagen, ich möchte das auch, dass das veröffentlicht wird? Ja, ich denke, das war ein Aspekt. Ich habe mal gegoogelt, wie man das so schön sagt, und nach Ausschreibungen. Und da war eine Ausschreibung, das war so um 2010, 2011, in der Altmark. Und da wurden Gedichte gesucht zum Thema Heimat. Und ja, da habe ich auch all meinen Mut zusammengenommen. Da kennt mich keiner, dann denke ich, da schicke ich das mal hin. Ja, und siehe da, es kam mit Erfolg zurück, Bestätigung, sogar ein Preis wurde ausgelobt und ja, das hat mich größer gemacht innerlich. Das hat mir ganz viel Mut gegeben und ich hatte vorher eigentlich die Einstellung, was ich schreibe, das interessiert eigentlich nicht so viel andere Leute. Aber es ist anders gekommen und das hat mich also sehr, sehr gefreut. Und ja, und dann jeder Mensch ist irgendwo eitel, ich auch, hat mich sehr darüber
bestätigt gefühlt und dann habe ich weitergemacht. Weiter nach Ausschreibungen geschaut, nach verschiedenen Themen, die mich ansprechen, hingeschickt und einfach gesehen, was kommt. Ob das nun in Plattdeutsch ist, das ich ja auch schreibe, mühselig, aber ich versuche es, weil ich die Sprache kenne von zu Hause. Leider spreche ich sie nicht so geübt wie andere. Und, aber es macht auch Spaß, mich da hinein zu fuchsen. Und ja, man soll ja immer was Neues machen. Und das finde ich auch gut. Das hält mich fit, glaube ich, und jung. Hoffe ich. Wann hat denn das angefangen? So eigene Texte, eigene Gedichte, eine Erzählung also zu schreiben? Ja, wie du eben schon gesagt hast, also geschrieben habe ich eigentlich seitdem ich denken kann, seitdem ich schreiben kann. Tagebuch, wie das vielleicht auch viele Mädchen damals gemacht haben. Dann so bestimmte Erlebnisse, die man im Leben hat, Höhen und Tiefen, habe ich mich hingesetzt und habe das aufgeschrieben. Und dann war das auch wie eine Erleichterung, das war gut. Das ist fast nicht ganz abgeschlossen, aber es war irgendwas abgefallen von mir an Druck. Und so sind viele Sachen gekommen oder man bekommt eine Frage, kannst du da und da was zu schreiben? Da fällt mir was ein und dann mache ich das. Und ich verschenke das auch gerne so für ganz persönliche Zwecke, Anlässe, dass man einer Freundin, einem Freund, die einem beistehen in ganz bestimmten Zeiten, was auch schreibt hinterher. Und das sind schöne Erlebnisse, die man da miteinander dann hat. Es ist, wie gesagt, auch wieder eine Bestätigung, ja. Und diese Bestätigung gab es jetzt dann eben halt natürlich auch dadurch, dass das aktuelle Buch veröffentlicht wurde. Wie war es denn? Oh. Wie war das Gefühl, zum ersten Mal auch dieses Buch in der Hand zu halten, wo dann der eigene Name draufsteht und man weiß, das kann man jetzt tatsächlich in einer Buchhandlung oder online oder wie auch immer bestellen und das können jetzt Menschen lesen. Ja. Also es ist unbeschreiblich, ich versuch's mal. Als ich das Buch das erste Mal in den Händen hatte, von dem Verleger mitgebracht, frisch aus der Presse im Güterschuppen in Nordenhaven, war die Buchpremiere. Nochmal vielen Dank an alle, die da mitgeholfen haben. Alleine hätte ich es nie geschafft. Das ist, man schnuppert dran, man fühlt dran, es ist ein Buch, es knistert und man sieht seinen eigenen Namen, es ist wunderschön. Stolz bin ich gewesen, sehr, sehr erfreut und glücklich und habe immer gedacht, wenn die ersten beiden Reihen sich füllen an Besuchern, dann bin ich schon ganz glücklich. Und es war so voll, 120 Leute circa. Und es rundherum, ob das Musikprogramm es war mit Ömer, Sayan oder mit meinen beiden Mitleserinnen und Leser, es war rundherum ein wunderschöner Abend, wo viele Leute mit geholfen haben, dass das so wird, meine Familie vor allen Dingen und ich war total glücklich, muss ich sagen, sehr, sehr glücklich und das hat mich getragen, hat mir sehr viel Mut auch wieder gegeben. Ja, ich war sehr dankbar, muss ich sagen, dass ich das so erleben darf, das war sehr schön. Wie waren denn die Reaktionen aus Familie, aus Freundeskreis oder auch von Menschen, die Sie vorher nicht gekannt haben, auf das Buch? Ja, die kommen ja jetzt. Also teilweise sind Geschichten da, wo sie die Person selbst auch eine Rolle spielen, natürlich verfremdet. Also durchweg positiv, muss ich sagen. Wir kommen auch ins Gespräch, dass einige sich auch trauen, nachzufragen, wie war das denn nun wirklich? Oder war das genau so, wie du das da geschrieben hast? Bist du das die das da macht? Oder ist das der und der oder die und die? Also man kommt wirklich mehr ins Gespräch. Die Leute interessieren sich, teilweise ganz vorsichtig, teilweise ganz rumpelig und polterig, aber herzlich. Und das bietet ganz viele Anlässe für das Miteinander. Und das liegt mir ja ohnehin sehr am Herzen, das Miteinander. Menschen interessieren mich und das ist ein sehr schönes Echo, muss ich sagen. Hatte ich nicht so erwartet. Und ich sage ja, man erlebt immer wieder was Neues. Ist toll, ist einfach wunderschön. Ich kann es nur jedem empfehlen, das zu machen. Ja. Sie haben gerade gesagt, dass sich auch Menschen ein bisschen wiederentdeckt haben, ohne dass sie direkt genannt werden. Ja.
Waren auch ehemalige Schüler dabei, die sozusagen dann in den Geschichten auftauchen und jetzt ganz überrascht waren, plötzlich in diesem Buch präsent zu sein? Also die haben mich noch nicht angesprochen, vielleicht kommt das ja noch. Sind denn welche dabei? Ich würde sagen, einfach das Buch lesen und dann kann man es ja selber entdecken, ja. Was kann man denn in dem Buch ganz genau entdecken? Sie haben ja schon gesagt, die Bandbreite an Themen, die Sie abdecken, die ist sehr breit. Findet man die auch im Buch wieder oder gab es für das Buch eine besondere Auswahl, wo es einen thematischen Schwerpunkt gibt? Also ich denke schon, dass man diese Vielfalt wiederfinden kann. Das sind Kurzgeschichten, die traurige Anlässe, aber auch wunderschöne, zum Beispiel die Abschied von meinem Vater mit meinen Schwestern, wie wir das erlebt haben. Dann lustige Erinnerungen an früher, die schmunzeln oder auch lächeln hervorrufen. Dann die Bedeutung der Natur, dann die Ernsthaftigkeit auch im Miteinander und auch schwierige Anlässe, Probleme, wie man damit umgeht, wie man das lösen kann, Konflikte eben, wie die Lösungen sich anbieten lassen, wie man darauf eingeht, dass man miteinander spricht, dass man dafür sich einsetzt und denke, dass da eine ganze Vielfalt ist. Und auch beim Plattdeutschen gibt es auch ernste Hintergründe. Es ist nicht alles nur so dahin erzählt, sondern was man so erlebt hat und dass man das auf dieser wunderschönen Sprache wiedergeben kann. Und man müsste dann jemanden haben, der das sehr gut vorliest. Und sind denn in dem Buch auch plattdeutsche Geschichten zu finden? Plattdeutsche Geschichten, auch Gedichte drin, wo ich herkomme zum Beispiel. Oder andere Geschichten, die, wie gesagt, auch ernsten Inhalt haben, aber auch teilweise eben, wie die Sprache das so mit sich bringt, durch die Ausdrucksweise immer ein Schmunzeln dabei. Es gab jetzt diese Veranstaltung im Güterschuppen, von der Sie gerade auch schon voller Stolz berichtet haben, wo viele Menschen da waren, wo das Ganze sehr wertgeschätzt wurde. Wird es noch ähnliche Veranstaltungen geben, wo das Buch beworben wird? Wird es sowas wie Buchlesungen noch geben? Wie ist da der Fahrplan? Das würde mich sehr freuen. Ich bemühe mich wirklich, Kontakte zu knüpfen. Ich habe auch einige Termine schon, wo ich kommen darf und etwas lesen, das Buch vorhalten darf. Ich habe Kontakte zu einer lieben Freundin, die selber Keramik herstellt und viele Ausstellungen hat. Und auch einige Geschichten aus meinem Buch haben mit einigen von ihren Keramiken zu tun. Und da überlegen wir und organisieren vielleicht zusammen eine Ausstellung, wo ich lese. Sie stellt ihre Keramiken vor. Es gibt Möglichkeiten, man muss sie einfach nur entdecken. Und ich bin da eigentlich immer sehr aktiv und lasse mir was Neues einfallen und habe auch rundherum immer nette, liebe Leute, die mir Tipps geben. Und ich werde es ausprobieren und sehen, was noch alles auf mich zukommt. Ich freue mich drauf. Immer Ideen, was Neues zu machen, das heißt wahrscheinlich dann auch regelmäßig am Verfassen neuer Geschichten, neuer Gedichte. Ja, auf alle Fälle. Ich habe gerade heute Mittag eins geschrieben als Oma. Ich bin stolze Oma eines anderthalbjährigen Enkels und wenn man gerade von dem Enkel kommt, die leben in München, dann ist man so voller Erinnerung und dann, so wie das bei mir ist, muss ich es erstmal auf Papier bringen. Und das habe ich gerade gemacht, bevor ich hierher gefahren bin. Und das werde ich denen nachher schicken. Da vielleicht noch abschließend die Frage, wann sind die besten Momente zum Schreiben für Sie? Sind das solche emotionalen Momente, egal ob gerade besonders traurig, wie Sie sagten, bei der Beerdigung zum Beispiel, dass man das anschließend seine Gefühle irgendwie zu Papier bringen muss oder wenn man gerade etwas sehr Positives erlebt hat, sind das so die Momente, wo Sie sich hinsetzen und den Stift in die Hand nehmen oder wann sind die Momente? Ich denke, das kann ich gar nicht so festlegen. Also die kommen überein, wie andere Dinge auch übereinkommen, spontane Idee. Ganz oft nachts. Also ich schlafe nicht ganz so gut, aber ich habe immer einen Stift und einen Zettel da liegen und dann schreibe ich drauf los und morgens versuche ich das zu entziffern, was ich da gelesen habe, überarbeite das und meistens wird das auch was. Oder so wie eben gerade,
dann habe ich so eine Idee, setze mich hin mit Bleistift, schreibe immer mit Bleistift vor und daher wird es in den PC getippt. Das ist also ganz so, wie es kommt. Eigentlich müssten wir jetzt das Buch und die Kamera halten, wir haben es jetzt aber gar nicht da. Doch, ich habe es mit. Aber wir können den Titel natürlich nochmal eben sagen. Ja. Wie heißt das Buch und wo kann man es bekommen? Der Titel heißt Still Präsent. Also die Stille in den Texten, in dem Ausdruck ist damit gemeint und präsent, dass eben die Inhalte schon da sind, dass die sich präsentieren, still präsent vom Gestverlag aus Vechta. Und man kann es beziehen, entweder bei mir, ich habe also eine ganze Menge jetzt noch zu Hause, oder eben auch über online Amazon, ich will jetzt keine Werbung machen, man kann sich bemühen, wenn man es haben möchte. Ja. Und der Geest Verlag, auch kein Unbekannter bei Radio Weser TV, regelmäßig präsent gewesen mit Buchprojekten. Die sind ja auch sehr umtriebig, was Projekte hier in der Region angeht. Und wir werden mit Sicherheit auch über die nächsten Projekte vom Geest Verlag wieder gerne berichten und möglicherweise ja auch über das nächste Buch von Anke Strohmann. Erstmal vielen Dank für den Besuch auf der Weserfähre, für den Besuch beim Fairtalk. Alles Gute fürs Buch. Danke. Und für die nächsten Projekte natürlich auch. Und bei Ihnen bedanke ich mich auch fürs Zuschauen, nämlich bei unserer neuen Ausgabe vom Fairtalk. Und ich hoffe, dass Sie bei unserer kleinen Reise über die Weser auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, beim nächsten Fairtalk. Macht es gut. Tschüss.